Wo das Internet auch noch nicht angekommen ist, ist beim Actus im Thema. Was für eine Überleitung. So smooth. Es geht um Offline-Multiplayer. Andere kennen es unter Splitscreen-Gaming. Ihr kennt es sicher alle, habt sicher alle ja schon mal eine Runde Mario Kart gezockt bei jemandem. Und dort ist man nicht alleine. Man ist nicht alleine, man hat, es gibt eine gewisse soziale Struktur. Man ist mit Freunden unterwegs, ist dort am Spielen. Und das ist etwas, das scheint nahe dies nahe auszusterben. Und ja, zuerst eine Frage alle, was ist das letzte Spiel gewesen, wo ihr zu zweit offline oder auch nicht im Netz angeschlossen oder es wäre nicht von Muss es zweit sein, oder darf es mehr als es darf mir auch mehr als zwei sein. Ja, es sind so viele Kollegen. Sorry, hä? Aber ich bin im Moment im Militär und der eine Kollege hat seine Nintendo 64 mitgenommen. Und wir sind eigentlich täglich zu viert am Mario Kart oder Mario Party irgendetwas so nostalgisch am durchgamen. Geil. Darum auch wieder bemerkt, wie cool das es war. Und wie heutzutage eben du eigentlich allein vor dem PC, also vor dem PC oder vor der Konsole hockst und über ein Mikrofon verbunden bist mit deinen Kollegen. Und da auch zum Anschliessen an das Thema vorher, Tendenz, dass eben PlayStation und Xbox jetzt mittlerweile recht viel so Party-Games anbieten, die du über das Handy kannst spielen kannst, zeigt eigentlich auch auf, dass das System von Nintendo absolut lukrativ und Also, dass sich Xbox und Sony Geld durch die Lappen lassen genau. mit dem, ja. Genau. Das letzte, was ich gespielt habe, ist sicher. Ist glaube ich, Mario Kart gewesen, ja, auf der Switch auf dem Weg nach Hawaii am Flughafen. Sehr geil. Weil ein Kollege hat ihn ja mitgebracht Ja. und dann haben wir nicht Splitscreen, aber hat Wireless gegeneinander gespielt, aber auch nebeneinander. Und genau, wir waren zu dritt gewesen. Auf meiner Switch haben wir uns Joy-Cons geteilt. Das war ein bisschen mühsam, Das weil glaube sie ich, ja. halt relativ klein sind. Und Aber es das, ist ja. gegangen, wir haben zu zweit auf einem gespielt und er hat auf seiner gespielt. Und es war recht geil gewesen, am Flughafen. Weil ich so eh langweilig, eh nichts zu tun. Und wenn du musst warten, ist es so das Geilste. Nice. Fabianski. Ich habe als letztes, was wirklich erst gerade vor ein paar Tagen war, auf meiner Yay, sie ist endlich angekommen. Super Nintendo Mini Classic Geil. Dingsbums. Habe ich Super Street Fighter das zweite Game gehabt. Sehr geil. Und Neues habe ich auf der PS4 Overcooked. Haben wir auch das zweite gespielt. Also, es gibt immer wieder Games eigentlich. Kleine Games. Kleine Games. Das ist, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen der Ja, das ist Springpunkt. schon ein bisschen so. Und jetzt musst du mit einem grossen Game kommen. Ja, also gut, jetzt mal EA-Sportreihe, jetzt mal, würde ich sagen, ausklammern, weil die sind schon immer so konzipiert und ich finde es schön, dass es immer auch noch so ist, dass du noch einfach mit einem Kollegen das zweite irgendwie eine Runde FIFA kannst spielen. Absolut. Aber bei mir zum Beispiel, jetzt mal, wenn ich das würde ausklammern, dann war es, glaube ich, das letzte Mal ein Neujahr gewesen, wo der Domi dann seine Switch mitgenommen hat und wo wir wirklich eine Gruppe gewesen, also weißt, als Definition eine soziale Gruppe, wo auch physisch im gleichen Ort ist. Was haben wir denn? Oh, Mario Kart Wir regt, und One to glaube ich, so Switch? ziemlich alles. Ja, One to Switch, Mario Kart. Ja, das ist es. Meine Frage, seid ihr überhaupt der gleichen Meinung, dass es ein Aussterben ist? Oder wie empfindet ihr das? Ich empfinde es danach, dass es am Wiederkommen ist. An was siehst du es? Dadurch, dass mehr Games jetzt eben wieder so kommen in die Richtung, habe ich das Gefühl. Absolut subjektiv. Aber ich habe das Gefühl, eine Zeit lang, so, keine Ahnung, 5 Jahre oder so, so PS3-Zeiten, hat es wirklich praktisch gar nichts gegeben, wo lokal ist, können zusammenspielen. Und jetzt kommt es immer wieder ein bisschen mehr. Ich kann nicht so eine repräsentative Antwort geben, halt, weil. Der Fabio schon. Nein, Ist das irgendwie Leben sind wir nicht halt schön? auch nicht mehr in diesem Alter. Also, die Kinder sind ja vermutlich auch immer noch miteinander abmachen und zum anderen Ja. hingehen und bei dem etwas gamen, Split Screen oder eben, ja, schon irgendwie physikalisch eben am gleichen Ort. Und das sind wir halt meistens nicht mehr, also. Ja, aber hast du das Gefühl, dass, eben, was wir vielleicht als Kind noch mehr hatten mit den Splitscreen-Games, hey, die Jugendlichen, die jetzt in dem Alter waren, wo wir dann waren, noch?
Das kann das ich aber nicht sagen, weil ich halt nicht in diesem Alter bin und dementsprechend die Games nicht sehe oder wahrnehme. Das ist halt so. Aber eben der Wunsch, dass du mit jemandem zusammengehen kannst, ist ja absolut da. Darum ist ja alles so konzipiert. Das heisst, wenn du Rocket League spielst, dann spielst du es am liebsten halt mit jemandem, der hier über das Mikrofon verbunden bist. Aber ab irgendeinem Alter oder nach deinem Beruf oder Studium kannst du halt nicht organisieren, dass irgendjemand bei dir ist oder dass du zu jemandem gehst. Also du wirst einfach sagen, in dem Sinn, dass die soziale Konstrukt vom physischen gleichen Ort sich einfach auch gewandelt haben mit der Zeit. Genau, ob das jetzt eben allgemein so ist oder ob das für uns in unserem Fall so ist, das ist eine andere Frage. Hast du auch noch eine Meinung? Ich weiß nicht, ob es am Aussterben ist, wenn man das so kann sagen, weil es ja, glaube ich, schon seit sehr langer Zeit der Fall ist, dass es halt immer abnimmt, beziehungsweise wahrscheinlich abgenommen hat und auf einem konstanten Niveau ist geblieben, sage ich jetzt mal so. Weil es erwartet irgendwie niemand mehr, dass jetzt das neueste Call of Duty einen hure geilen Splitscreen-Modus hat. Es wird einen haben, aber er wird halt gleich irgendwie nicht so geil aussehen, erstens mal. Du merkst dann schon irgendwie, dass sie nicht so viel Zeit drin investieren, wie sie in andere Modi investieren. Das so. Stimmt, ja. Aber ich finde, bei den Spielen, wo ich Offline-Multiplayer spiele, ist es immer noch gut, dass sie Sportspiele, dass sie Mario Kart, dass sie Partyspiele, whatever. Ich glaube, bei diesen Sachen ist es immer noch easy. Und was ich spannend finde jetzt mit all diesen neuen Technologien, die dazukommen, die asymmetrischen Multiplayer-Sachen, die du kannst spielen. Also zum Beispiel bei PlayStation VR hat es ein paar spannende Beispiele, wo jemand einfach im VR-Helmet drin ist und dort etwas muss machen und die anderen sehen dann etwas auf dem Bildschirm und müssen etwas anderes machen und je nachdem zusammenspielen, kooperieren oder gegeneinander spielen. So Sachen finde ich auch sehr spannend. Und ich habe das Gefühl, dass je mehr so zusätzliche Hardware wird kommen in Zukunft oder auch je mehr andere Hardware, die es schon gibt, dass man kann anschliessen sozusagen, wie ja zum Beispiel Smartphones und mit dem ganzen Playlink-Zeug, das PlayStation 4 hat, wo man einfach eine App muss abladen und nachher mit dem Spiel kann interagieren. So Sachen finde ich mega spannend und bin gespannt, was in Zukunft noch wird kommen. Also speziell auf Multiplayer konzipierte Sachen, die vielleicht auch neue Hardware in Anspruch nehmen. Ich denke, das wird immer mehr kommen mit der Smartphone-Einbindung, vor allem, weil es ist einfach wirklich mega gäbig. Ich bin erstaunt, dass es nicht viel schneller ist gekommen. Also Smartphones gibt es jetzt, gute Smartphones gibt es ja schon ein Zeitchen, wo man es hätte können machen. Von dem habe ich das Gefühl, dass es wird kommen in Zukunft. Wirklich, die wenigsten haben ja wirklich 4 Controller bei sich daheim. Genau. Weil die Dinge sind recht teuer. Ja. Aber Smartphone hat einfach jeder dabei. Und zack, schon. Das wäre mein Argument gewesen bei der Frage von Netflix eben. Wenn du auf dem Smartphone kannst du Netflix anwenden, für was müsstest du es unbedingt auf Switch auch haben? Also wird ja auch keiner irgendwo im Zug sitzen mit seiner Switch und kein Smartphone. Ja, aber die Switch hat natürlich den grössten Bildschirm. Es macht schon ein bisschen Sinn, das zu wünschen, aber es ist schon sehr hart im Luxusbereich drin. Ja. Richtig hart. Richtig hart. Dort, ich glaube, das, was mich ein bisschen gestört hat an der ganzen Diskussion, ist, glaube ich, du von Zeit zu Zeit mit Kollegen Call of Duty Black Ops Splitscreen spielen. Und das Game hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und wir haben uns überlegt, gibt es eigentlich nicht ein Neues. Also es wäre ja cool mit neuen Grafiken und vielleicht neuen Game Mechanics mal zu spielen. Und Black Ops 1? Black Ops 1, genau. Wann ist das? Keine Ahnung. Das ist schon... Sind 2010 oder so? Ach, geht das so? Ich weiß es nicht sicher. Nein. Ich schaue es nachher. Also es ist das, was nach Modern Warfare 2 kam. Du sagst noch Modern Warfare 10 oder 11 sein. Es müsste 12. Sogar 12? So dort rum. Kann sehr gut sein. Jedenfalls, eben, da gibt es kein Neues, das wir geben könnten. Und wir haben erschreckend müssen feststellen, dass es das nicht gegeben hat. Und das ist das, was uns etwas gekratzt hat. Und darum haben wir das auch noch überlegt. Und ich bin dieser Frage nachgegangen. 2010 ist es rausgekommen, oder so zur Feststellung. Wow. Und habe herausgefunden, dass es eventuell 2 Gründe gibt, warum dass es für Game-Entwickler eben vielleicht nicht so lukrativ ist, Splitscreen-Games zu machen. Ein Grund davon ist, dass sie
die Leistung der Konsole und das, was sie können soll, einfach nicht in die Richtung pushen, sondern in die Richtung pushen vom Online-Multigaming. Weil mit dem natürlich mehr Geld kann fliessen für sie, mit eben Abo-Konzept für das Online-Gaming oder weil dann eben jeder, der auch mit, will mitspielen will, eine Konsole muss haben und so. Und die ganze Thematik, das ist das eine. Und das andere war, auch weil es die Hardware nicht mehr so gepusht wird, eben zum Beispiel mit dem Bildschirm, der muss gesplittet werden und Framerate-Drops, wenn man die Qualität des Spiels auch noch aufrechterhalten will, wenn man immer noch den Bildschirm der vierte hat und so solche Sachen. Das sind zwei Gründe, die ich gehört habe. Der letzte Grund finde ich recht plausibel, muss ich ehrlich sagen. Weil es ist natürlich schon ein Aufwand, wenn du quasi Singleplayer-Experience optimierst, dass die Framerate immer stabil ist und so für ein Spiel, wo kann ich 15-20 Stunden gehen, nachher willst du es noch im Splitscreen spielen können, dann musst du es noch einmal für die gleiche Spieldauer quasi perfekt optimieren, nachher willst du es noch im 3- oder 4-fach Splitscreen können spielen. Und das ist natürlich, das tut den Aufwand schon extrem auf, denke ich. Das glaube ich, ja. Eben, wenn du die visuelle Qualität des Spiels beibehalten willst, das wird dann sehr, sehr schwierig. Ja, ja, das Konsole nicht abstürzt, alles Mögliche. Ja, aber was ich zum Beispiel sehr, sehr geiles Offline-Multiplayer-Game finde, ist Modern Warfare 2. Das ist sowieso das Beste von allen. Das ist so brutal. Also erstens mal, du kannst Maps durchzocken, jegliche Modi, und du hast nebst der Story, die auch nicht unbedingt kurz ist, hast du noch spezielle Missionen, die du dann auch noch zu zweit kannst erledigen kannst. Genau. Das finde ich richtig brutal geil. Die eine Mission mit dem Juggernaut, wo du einfach nicht hast geschafft auf der schwierigsten Ja, das ist doch die Bohrinsel, wo nach 15 Juggernauts kommen. Hä? Was sind Juggernauts? So, also Gegner im Bombenschutzanzug eigentlich. Was musst du dort machen? Wie kommen wir auf das? Weber, bist du eigentlich dumm? Ja, erklär es mir doch. Also die Map ist eine Bohrinsel. Du bist zu zweit. Das eine ist eine Bohrinsel, die andere ist die Holzhütte, die Jagd, also die riesige Jagd. Ja, aber gut, die ist einfacher, weil dort sind 5 Juggernauts und dann noch 35 andere. Ja, aber eben, Juggernauts sind einfach wie kleine Bosse, okay, wo du einfach musst extrem lang dreifetzen oder irgendwie 5 Headshots verteilen, dass du sie kannst ausschalten. Und du bist halt im Coop-Mode dort einfach Gegner am Abfetzen und immer wieder kommt so ein Juggernaut und die sehe ich halt, sie recht stark bewaffnet. Also, ja, du bekommst sie fast nur mit Scharfschützen-Munition um. Genau, oder mit Explosiven. Ach, dann lass einfach mal das ganze Mag durch beim leichten Maschinengewehr. Okay. Genau. Yes. Und das ist so ein geiles Erlebnis, weil du es nur das zweite arbeiten und kooperativ musst spielen. Genau. Ja, nein, ich finde, das ist noch so ein Zückchen oben drauf für eine Kampagne, die ich geil gefunden habe. Und dass du eigentlich auch noch alle Maps zu zweit bis zu viert mindestens kannst auch kompetitiv spielen. Offline. Kooperativ. Kooperativ oder kompetitiv. Also Team zusammen gegen AI oder also gegeneinander. Aber du bist ja das zweite gegeneinander. Ja, du kannst eben bis 4 zum Beispiel. Okay. Also die Koop-Missionen sind einfach so ausgelegt, dass du das zweite an einer Konsole hast gamen können. Du hast so online können, aber es hat nicht sehr gut funktioniert dann zumals. Ja. Und eben, ich habe da mit einem Kollegen, also es hat eine Mission gehabt, wo der eine mit dem Helikopter ist geflogen und der andere ist am Geschütz gewesen. Und das fängt dann auch schon extrem weh. Der eine sagt so rechts, rechts und du musst über fliegen und er schießt währenddessen das Zeug ab und koordiniert dich so. Und ich glaube sogar noch eine Nachtmission, sie hat richtig geil ausgesehen. Also. Ja, es geht so ab und zu, so alle Jahre auch, wenn einer ist, wo mein Mitbewohner und ich denken, hey komm, wir spielen wieder eine Mission. Dann sind wir sicher irgendwie wieder 2 Stunden dran, irgendwie eine Bestzeit am Knacken. Und das fängt eben schon recht. Das ist das zweite. Aber es fängt nur so recht, dass es alle Jahr macht. Es fängt nur so recht, dass wir es alle Jahr. Es gibt auch andere spannende Spiele, Gott sei Dank. Aber wie viele Spiele gibt es von 2010, die du heute noch oder jedes Jahr noch eine anlängst? Mein All-Time-Favorite-Spielejahr war 2009, muss ich sagen. Es gibt Spiele, die ich heute noch spiele. 3 Beispiele. Genau, kann ich auch das sagen. Mirror's Edge. Oh. Die anderen verrate ich dir mal in anderen Podcasts. Das ist auch so eine pauschale Antwort von Fabian, ist einfach Mirror's Edge. Wenn er keinen Plan mehr hat, Mirror's Edge. Mirror's Edge auf allen Konsolen. Ja, genau.
Aber noch... drei Beispiele haben wir gesagt, Jungs. Also, ich frage, es fehlen immer noch mal. Zwei. Also, er weiß nichts mehr. Ja. Ich wollte jetzt nicht etwas sagen, wo es nachher heißt, ist aber im Januar 2010 so. Scheißegal. Erzähl. Nein, jetzt geht's weiter. Also. Nein, ich habe noch etwas Letztes. Oder hast du uns zuerst noch etwas? Ja, du hast gesagt, Black Ops 2010, das Jawohl. Letzte Mal mit richtig gutem Splitscreen. Ja. Was ist denn bei den anderen? Also, es kann nicht sein, dass es gar nichts mehr gibt. Oder? Nein, aber ist so stark, ich glaube, es ist auch ein bisschen Ballerkomponente, das ganz sicher. Aber es hat mich einfach auch aufmerksam gemacht auf fehlende Splitscreen-Modi. Zum Beispiel auch Halo 5 hat keinen Splitscreen-Modus mehr. Und die restlichen haben, also ich glaube, bis zum 4. Wenn ich nicht ganz täusche, hatte ich Splitscreen-Modi, wo du wirklich Koop das ganze Spiel durchspielen konntest. Okay. Das ist richtig geil. Oder auch, ich kann mich erinnern, wie ich beim Kollegen Halo 2 Maps gespielt habe, kompetitiv das vierte. Und das ist auch so etwas, das gibt es nicht mehr. Hat's also du hast wie die grosse Bandbreite an Modi und die Teufel von den Modi hast du nicht mehr heutzutage, was du früher hast. Ja, anders. Also ich habe das Gefühl, okay, wenn ich Spieler wäre, der Online-Möglichkeiten hure geil fände, dann würde ich das sehr, sehr cool finden. Also ich bin auch nicht, meine Initiative ist auch nicht, das wegzunehmen. Mhm. Also ich möchte überhaupt nicht Online-Spieler die Modi und die Möglichkeiten wegnehmen. Das überhaupt nicht. Aber was ich mir mehr wünsche, ist eben, dass man wie das kompetitive oder kooperative Splitscreen-Multiplayer-Modi immerhin noch weiterhin ermöglicht. Aber mir ist natürlich klar, dass es Kosten verursacht, wo nicht jede Game-Entwicklerbude ist bereit, auf sich zu nehmen. Noch das Letzte, was ich habe. Ich habe mich nicht gross informiert, aber Domi hat das gebracht beim Shut Up and Take My Money. Mhm. A Way Out. A Way Out, ja. Kannst du kurz erzählen, stimmt das, dass das einer kauft und man kann es zweit näher spielen online, ohne dass es der andere muss haben? Das sollte genauso funktionieren, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, richtig brutal. Als ich es gelesen habe, der Ferris, oder wie er heisst, der Lead-Entwickler, hat das ja eigentlich bei den Game Awards ankündigen. Und dann ist es in seinem Rant über die Oscars ausgeartet. Fuck das the nachher. Oscars! Genau, das war eigentlich der Punkt, gewesen, wo er es hätte so gross ankündigen, das neue Feature, ist dann ein bisschen untergegangen, dann haben sie noch eine Pressemitteilung gemacht und dort ist es genauso drin gestanden. Es klingt auch für mich komplett, also wieso sollten sie das machen? Ja, aber ich du kannst dann irgendwie durch die Kollegen durch das Game runterladen, oder? Wie es technisch funktioniert, weiß ich nicht. Oder heisst das, du bist dann wie auf seiner Playstation eingeloggt und... Ja, ich glaube, die Möglichkeiten, was Hardware und Software angeht, die sind da. Aber die Frage ist, wie es wird funktionieren. Wir nehmen es eben Wunder, also das ist sicher eins, wo das Jahr gezockt wird. Genau, also was du dann sicher nicht hast, du hast dann nicht eine Kopie vom Spiel auf deiner PS4. Nein, absolut nicht. Genau, aber ist gleich sehr geil. Was ich auch spannend finde, zum Beispiel bei Digitec, der Preis, der angekündigt wird, ist weit unter 60, unter 50 sogar. Also ja, ich glaube irgendwie 40 Stutz oder so. Ja, so irgendetwas. Und was ich mir nicht vorstellen kann, ist 40 Stutz noch die Komponenten mit dem Online-Zusammenspielen mit einem Kollegen. Also eigentlich zwei Leute spielen das Spiel für pro Person um die 20 bis 30 Stutz. Und das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist einfach, die Story wird uhuere kurz, etwa 10 Minuten. Gut, 10 also, Minuten wird es nicht sein. Ich hoffe es nicht, aber wenn etwas irgendwie mittlerweile in der Game-Welt einfach zu gut tönt, dann besteht so das Risiko, dass so No Man's Sky-Style irgendwie wird untergehen. Und das hoffe ich auch wirklich nicht. Ich gehe nicht. Und vielleicht ist es so ein bisschen, das Game wird ja eh vermarktet als lokaler Multiplayer-Titel, wo du einfach lokal musst spielen, damit du das ganze Potenzial rausbekommst. Mhm. Und darum ist vielleicht die Online-Komponente, die der andere gratis kann abladen oder streamen oder was auch immer, ist vielleicht noch wie ein netter Zusatz, weil es eh nicht zum Kernprodukt und zum Kern... Ja, da könnte so etwas sein, wo am Anfang eigentlich eher buggy ist und was sich... Genau, vielleicht ist ja nicht viel Wert drauf legen, weil ja, das ist eh... Also ich verstehe es voll, es ist etwas, wo du wirklich nur, wenn jemand neben dir ist, wirklich voll kannst auskosten. Ja. Was ist das Problem? Ich komme die ganze mit meiner Hand am Mikrofon an. Der macht das nicht. Das regt mich auf. Don't do that. Don't do that. Jungs, ich habe kurz ein bisschen Recherche betrieben.
2009? Ja, 2009. Also, okay. Ich sage euch mal ein paar Games, die 2009 rausgekommen. Wir haben gesagt, ja, nur 3. Eins hast du schon gesagt. 2 musst du noch sagen, los. Minecraft. Du gamest gar kein Minecraft. Fing im Fall doch. Nicht ein geiles Game. Ja, weil du nicht kannst basteln und kreieren. Darum wirst du dir Labo nicht kaufen. Schatz, weil. Vor allem ist es 2009 rausgekommen. Es ist ja irgendwie 3 Jahre lang in der Beta-Phase gewesen. Ja, 2009 hat Beta gestartet. Aha, also ist es nicht rausgekommen. He? Fuck off. Also, Minecraft abgelehnt. Ein Game, das ich erst vor 2 Wochen wieder gegamet habe, Left 4 Dead 2. Nice. Habe ich leider nicht mitgamen. Ich weiss. Milit. Arsch. Call of Duty Modern Warfare 2. Du? 2009? Ja. Ja, ich habe gesehen, 2010. Oder jetzt gibt es 2010? Nein, das ist Black Ops. Ah, stimmt, Black Ops ist 2010. Ja, 2009, ja, das ist geil. Wollt ihr noch mehr wissen? Ist nice. Komm, nee, gib uns Neues. Borderlands. Ist yeah. Auch die geilen Fallout 3 DLCs. Yeah. Ja, die habe ich übrigens nie können spielen. Alter. Weil es hat einen Tag gegeben bei PS4, wo das verschissene Datum vor Konsolen verschoben ist worden um ein paar Tage. Es war ein Bug gewesen, wenn du mit dem Internet verbunden bist, hat es ein falsches Datum angegeben in der Konsole und jeder Spielstand, den du an diesem Tag gemacht hast, konnte wegschiessen. Und ich habe meinen Fallout 4 Spielstand, wo ich 90 Stunden drin hatte. Fallout 3, genau, habe ich an diesem Tag abgespeichert. Am nächsten Tag habe ich mir den DLC runtergeladen und es ist nicht gegangen, weil mein Spielstand für nichts war. 90 Scheiße. Stunden verbraten für nichts. Und aber du hast durchgespielt? Hä? Du hast durchgespielt? Ich habe durchgespielt, ja. Okay. Das sind so Schmerzen, wie ich mir sie vorstelle bei der Geburt. Genau so war es, verdammt. 50 Franken. Ich weiß nicht, mit dem dran bist, aber... Ich würde sicher also, jede Frau bestätigen. Von Spielständen, die gelöscht werden, kann ich ein Lied singen. Aber ja. Sing? Nein. Das hören wir auch im nächsten Podcast. Nice. Schön. Ja, ich denke, es wird sicher ein fettes Game werden. Wie heisst es? A Way Out. Way Out. Das wird sicher fett. Ist von EA? Ja, das war eine kryptische Message im Chat. Was war das? Es ist von EA, aber wir haben trotzdem Hoffnung, oder was? A Way Out ist von EA. Aber ich würde mir es auch gleich kaufen, weil ich FIFA auch schon gekauft habe, weil es auch von EA ist. Nein, nach der ganzen Star Wars Battlefront 2 Thematik, die von EA ist, ist ein bisschen eine Zeit lang die Überlegung gewesen, EA zu boykottieren. Einfach, dass sie durch einen Umsatzverlust dürfen lernen, was Gamer wollen. Und wenn sie natürlich eben dort rausschmeissen, wie zum Beispiel ein Way Out, der geil ist, aber überhaupt nichts mit der Lootbox-Thematik zusammenhängt und dann gekauft wird, geht für sie die Rechnung am Schluss ja gleich auf. Und ich möchte eigentlich nicht die Maschinerie finanzieren, die Lootboxes in Games rein tut. Wobei, was er aber mitmeint, ist, er will, dass jemand anderes einfach a Way Out kauft und er darf gratis mitgehen. Nein, ich hoffe es. Gut, ich muss sagen, mein Verhältnis zu EA ist dort durch ein bisschen zugespielt. Aber es ist immer das ganze EA Sports-Zeug, es kommt immer ein neues FIFA raus, was einfach Melkerei ist und nachher eben die ganze Lootbox-Sachen. Aber nachher bringen sie eben wieder Games raus, wie Mirror's Edge zum Beispiel, aus den Sachen. Sie bringen nachher trotzdem wieder geile Marken irgendwann raus. Und darum habe ich trotzdem Hoffnung, dass ein Way Out nicht scheiße wird. Ist Mirror's Edge nicht Square Enix? Nein. Yay. Okay. Tommy, du hast noch etwas erzählen vorhin. Ich finde es okay, wenn man Titel wie A Way Out unterstützt, weil sie von EA sind. Weil am Schluss werden sie gleich schon einen detaillierten Blick auf Zahlen. Ja, wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich mir es vorstelle. Ja. Und wenn sie jetzt sehen, dass sie mit Battlefront 1 Million weniger verkauft haben, als sie haben wollen, stimmt übrigens, dann werden sie sich schon hinter die Ohren schreiben und wenn es A Way Out ein riesen Erfolg wird. Also ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man selektiv boykottiert, sozusagen. Mhm. Ich hoffe es. Ja, wir hoffen es auch.